Hallo und herzlich willkommen zu Ni no Kuni 2, dem abenteuerlichsten Spaßspiel in Zeichentrick. Oder halt gezeichnet, so nennt man das heutzutage, zeichnen. Und es ist doch nicht mal so schlimm, ne? Also, heute geht's ab und auch hier möchte ich mal kurz mal zeigen, was ich jetzt zeigen kann. Denn, das sollte man jetzt richtig lesen können. Yo, also ich bin nicht mehr, so gesehen habe ich mich nicht mehr spiegelverkehrt eingeschmissen, denn ich habe mir eine neue Webcam zugelegt. Eigentlich der Nachfolger der meinen halt. Nun ist auch mein Gesicht in 60 FPS und nicht mehr in 30 FPS. Und wir könnten hier mit der Susi sprechen. Und ach genau, das geht. Super. Das geht jetzt wieder. Hey. Wenn du Shanty zurückholst, gebe ich dir ein paar Bonbons ab. Also wir kriegen hier Bonbons, wenn wir eine Person zurückholen. Namen Shanty. Und keine Ahnung wo. Hin. Wohin uns das führt. Aber offenbar weiß hier, weiß hier der Pfeil des Verderbens mehr als wir. Und wir sind eine schöne, schöne Welt hier. Sehr schöne Welt. Also, ich muss wirklich sagen, eine sehr schöne Welt. Ist zwar ein bisschen, sag mal so, naja, Grafik, ach, guck mal, jetzt sind wir wieder eine große hier. Grafisch-mäßig gehalten wieder nicht so toll, aber. Hey. Laut den Piraten soll sich das Nässe Würm in diesem, in dieser Richtung befinden. In dieser Richtung hier? Ich meine, in dieser Richtung? Da wird sich wohl unser Hengst vertrieben haben. Und jetzt haben wir noch Britzmatz. Ob der hat uns gesehen. Wir entkommen! Wir entkommen! Ach, wir können ja nicht springen, stimmt! Können wir ihn auch anrempeln? Können wir ihn auch. Hey. Irgendwie. Nee, geht nicht. Anrennen. Nö. Ah, genau. Und jetzt kommt wieder das berühmte hier. Guck mal. Also, wie ging das nochmal? Ansonsten hier hoch und zack. Hab ich auch. Ja, guck mal. Hallo. Wollt ihr was machen? 5 Gulden? Für was denn hier? Interessant. Oh, Spatzenfedern. Oh. Die wollen ja auch was machen. Schade. Jetzt hätten sie auch was machen können. Aber haben wohl nicht. Sind nicht dazu gekommen. Das tut mir ja wirklich. Wirklich leid. Und ich finde es auch wirklich. Ich find's aber interessant hier. Cool. Interessant. Lustig. Und schön. Ein Azurit. Was doch was immer ist. Oh oh. Was für ein Level sind wir? Level 9. Und da hinten haben wir einen Bogenschinchilla. Ich glaube, wir haben ja vorhin auch, wir haben ja vorhin auch irgendwie Level 5, Level keine Ahnung was besiegt. Daher hops die Waldfee hier. Hallo? Hui! Na ja? Wir haben alle. Oh! Na, na, Holnewitzka! Das ist ja ein Mega-Move! Hey! Wirkungslos? Was? Haben ihre Phasen oder so ähnlich. Ihre wirkungslosen Phasen, so wie ich das sehe hier. Ja, auch nicht schlecht. Das habe ich auch nicht gewusst, dass sie wirkungslose Phasen haben. Ui, da muss man wirklich aufpassen. Was man hier verzapft und verzwiebelt. Sind wir nicht total falsch?
Sind wir nicht von hier gekommen? Oder ist es, ist die ganze Map jetzt anders? Nee, guck mal. Wir müssen hier nach unten. Aber mal kurz. Wir müssen dahin. Können wir nicht, ich kann das gar nicht zeigen. Hier ist ein bisschen doof. Aber hier Sturmspitze. Können wir da nicht links rüber? Oder müssen wir hier, guck mal, hier jetzt eigentlich rechts runter. Ist das die Lösung des Rätsels? Ich glaube schon. Echsenwurm. Jo, den machen wir noch schlappig klacho. Aber zuerst hier, zip. Eine einfache Schnur. Angeknackt. Ah. So, der kann mal hier runterkommen. Der kleine Hecht. Oh. Hey. Ich vergesse gerade. Wie geht's? Ah, komm. Ich frage mich gerade, wie das Ganze mit Verteidigen geht, aber ich habe keine Ahnung mehr. Und anscheinend geht's auch ohne, wie man so schön sieht. Britzmasks. Wie heißen die? Britzmasks. Auch schön, den ersten Hammer. Ich glaube, es war der erste. Heilung! So, weg da, 50 Punkte. Haben wir hier keine Fernkampf... Hier ist noch was mit den Fernkampfwaffen hier. Ich hab doch keine Ahnung mehr. Was ist das? Sind wir zu weit weg? Wenn wir zu weit weg sind, dann könnten wir ja auch anders versuchen. Wir sind schon fertig. Das geht ja flotti-lotti hier. Was ist denn hier nur los? Mit den ganzen, ne? Sind wir einfach zu gut? Das kann nie sein. Wir können hier nicht hochhüpfen, oder? Nein. Hätte mich auch gewundert, wenn es geht. Oh, ein Gribbli. Das kribbelt so schön im Rücken. Da muss ich mich gleich mal anschmeißen. Ein Gribbli. Ja, ja, den kleinen Witzbold. So, dann haben wir ja gleich mal alle. Ich glaube, es sind alle. Jo! Es sind alle. Und ihr könnt mal hier was machen. Aber ich glaube, die sind aber nur hier so Zierde. Die machen eigentlich gar nicht. Exwürm, Level 13. Oh, ha! Ein Spiel, das sie selbst irgendwie verwickelt. Hey! Oh, shit. Ich habe gerade gesehen. So lebenstechnisch sieht es gerade kacke aus. Das benötige ich und zwar derbe. Ich hab vergessen, auf das Leben zu schauen. Zum Glück haben wir es jetzt wieder. Huh. Shit. Hätte ins Auge gehen können. Ich gehe Gullen gekackt und geschenkt. Wo geht das? Da oben. Dann müssen alles ja zurück, ne? Machen wir. Geht alles schön klar. Level 14, Britzmitzk.
Oh, haben wir jetzt hier gleich zwei auf den Schlag? Ich glaube aber nicht. Ach, dein Best ist schon schlecht genug. Das kriegen wir auch so hin. Ach, die zwei Plasma-Klingen. Level aufgestiegen. Ich frage mich wieder, was es da gibt. Perks kriegen wir nicht, ne? Ich muss mich kurz vergewissern. Perks kriegen wir, soweit ich weiß, nicht. Wir haben jetzt aber alle unsere Life Points wieder nach oben gepusht. Tagebucheintrag glaube ich auch nicht so. Da kriegen wir hier Ausrüstung? Ich glaube, da haben wir schon das Beste hier, ne? Vom Besten. Haben wir Schuhe gesammelt? Wir haben Schuhe gesammelt. Eine Tunika haben wir das Beste. Ring haben wir auch. Und Abwehrquatsch haben wir auch. Wir haben hier nichts mehr. Nope. Und die Kleine hat ja auch nichts mehr dabei, ne? Yo, yo, yo. Und eine Büttel voll rum. Und schon kriegen wir ein löschiges Zauberlehrlingskluft. Eine löschige Zauberlehrlingskluft. Aha. Also eine Kluft. Da hätten wir es auch weitergehen. Komm, also da unten, guck mal. Wir haben da unten schon gekämpft, wir sind nicht wieder respawned. Oh Mann, Kacke hier aber auch. So, ich will mal hüpfen und raus die Bounce. So. Wir haben ja... Was ist das denn da für ein Schild? Geben uns das die kleinen Fluffis am Boden hier? Ich weiß nicht, wie die heißen. Das ist schon eine Woche, über eine Woche her. Zwei Wochen, seitdem ich das nicht mehr aufnehme hier. Ich glaube, ich komme in die Hölle mittlerweile. Wenn ich das alle nicht mehr weiß. Ich bin... Du Trost! Kriegen wir gerade alle mit ein... Mittlerweile, ja, ja, wenn die da oben ein bisschen rumwürgen, kriegen wir hier unten halt alles zusammen. Boah, assi heute. So. Fertig, haben sie es. So ein Kackchen-Chiller. Und hey, wir haben wieder gewonnen. Was denn das mittlerweile? Wir strafen hier einfach nur durch. Ist egal, was für ein Level die haben. Mittlerweile, also bis Level 15, Level 20, kann ich schon vorstellen, dass wir hier Probleme kriegen. Aber alles drunter. Ist ja mittlerweile Feuer und Flamme. So, Boom, Chinchilla. Hey, lese ich es überhaupt richtig, Chinchilla? Guck mal. Mal schauen, was sie hier so verunstalten. Nein! Oh! Wow! 3 Schüsse, das Ding weg. 100 auf einem Schlag einfach so weg. Wow! Also, ich. Wirklich. Ein Haufen Knochen. Was kriegt man ja als Geschenk? Ein Töpfchen Aroma. Sehr mysteriös. Wir kriegen einen Topf Aroma. Hör mal kurz. Theorie nach unten. Wir gehen mal nach oben. Mal schauen, was sich so da verbirgt. Wieder ein Kieselstein. Wir kriegen also auch Kieselsteine hier. Hui, hui. Hui, hui, hui. Ach, wie süß. Oh. Da gibt's eine Höhle. Oder ist das eine weitere Gruft der Unendlichkeit? Eine Beutel Mondgold. Eine Grotte? Eine Grotte hier? Mach mal kurz.
ich bin wieder verteufelt. Also. Warum gibt's hier Lags? Hoffentlich nur einer gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir außerdem Lags hätten. 600 Gulden. Ich weiß gar nicht, wie viel das wert ist. Aber wir sammeln kräftig und tüchtig. War's das jetzt hier? Ich glaube ja. Wenn nicht, tut mir leid. Dann können wir es später ausdiskutieren. Können wir hier runter? Geht nicht. Schade. Abkürzung und so. Jetzt müssen wir wieder gegen. Ich frage mich jetzt, können wir hier runter? Jo! Das funktioniert! Gemüse! Boah, hätte ich schon gedacht, dass es nicht funktioniert. Dann wären wir aufgeschmissen. Wir können nicht mehr hoch, wir können nicht mehr runter. Was ist denn hier los? Wir springen das Vieh an. Careful, everyone. Tschüssi! Na gut, careful everyone. Ich weiß nicht so ganz genau, was sie damit meinen. Haben wir ja Level aufgeschrieben? Nö. Ich nicht. Jemand anders vielleicht. Du. Oder ich. So, Kohle, Kohle, Kohle. Ich frage mich mal, wo sind wir denn die Gulden? 2360 Gulden. Keine Ahnung, ob es viel oder wenig ist, aber wir haben's. Wir sind Level 10. So, komm mal, Echsenmensch. Den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Careful, everyone. So, und Ende. Mit diesen Special Moves kriegen wir schon eine ganze Menge gerissen. Und zwar ziemlich schnell. Das ist ich glaube, die Animation an sich dauert. Nee. Aber die Animation dauert schon eine gewisse Länge. Und ich glaube, der Kampf an sich dauert sogar, ist sogar weniger lang. Animationszeit, Kampf, hast nicht gesehen. Oh. Der ist ganz, ganz schlimmer Wisch. Das ist. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was los ist. Wir sind die Hände gebunden. Ich kämpfe mich hier durch, als wäre es Semmel und Knüll. Aber das, meine Freunde, ist nicht alles, was wir hier erleben. Knödel und Semmel. Kartoffelstock und Brei. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.